Hey Gabby Katzen, heute basteln wir die drei katztastischen Geschenke für eure besten Freundinnen. Fertig und losgebastelt! Für den basteltastischen Bilderrahmen schneidet ein Stück cremefarbenes Papier in ein Rechteck, wie Babybocks Gesicht. Klebt einige Eisstiele um den Rahmen herum, einen auf jeder Seite. Nur die Spitzen der Stäbchen mit Kleber bestreichen, damit noch Platz ist, um ein Foto hineinzuschieben. Babybox Stirn ist etwas schräg. Um dem Rahmen mehr Dimension zu verleihen, schichte ich oben mehr Eisstiele hin. So stimmt der Winkel. Nun ein langes Rechteck mit zwei Dreiecken oben und einem Wellenmuster unten. Dann klebe ich hellrosa Dreiecke zu den Ohren. Er muss breit genug sein, um die Rahmenseiten zu umschließen. Den Pfeifenreiniger schnitt ich in vier Stücke für die Schnurhaare. Klebt sie an der Rückseite fest und biegt sie. Mit dem Alphabet-Sticker könnt ihr eine Nachricht auf der Oberseite anbringen. Ich schreibe, ich kleb an dir, weil Babybox und Mamabox dieses Lied singen. Tada! Jetzt noch ein Foto von euch und euren feldtastischen FreundInnen. Eins, zwei, drei! Matschtorte! Als nächstes bastle ich diese reizenden Sonnenbrillen. Nehmt eine Sonnenbrille. Für DJ Katzenminze wähle ich ein helles Lila. Zuerst male ich seine Streifen mit einem violetten Stift. Ich nehme rosa Glitzerpapier für DJs Hoodie. Schneidet zwei Dreiecke aus, lasst unten Platz, damit ihr sie auf die Sonnenbrille kleben könnt. Dann formt ihr mit türkisfarbenem Schaumstoff die Dreiecksnase und fügt sie in die Mitte. Mit Washi-Tape dekoriere ich die Seiten der Brille, passend zu den Streifen an seinen Beinen. Ruby! Für die Kitty-Fee-Sonnenbrille nehme ich diese rosa Brille. Gebt Klebestoff auf die obere Hälfte der Brille. Dann streut Glitzer darüber, wie bei ihrem funkelnden Gartenzauber. Für die Krone füge ich drei Bastelblumen oben auf der Brille hinzu. Und nun die Headbopper. Faltet einen grünen Pfeifenreiniger zu einem V. Klebt weiße glitzernde Pompons an die Enden. Dann klebt sie auf der Rückseite des Stegs an. Die Feenfühler! Für die Seiten nehme ich hell- und dunkelgrünes Washi-Tape, das zum Outfit passt. Für den Tulpenschwanz nehmen wir rosa Bastelschaum. Klebt sie ans Ende der Bügel. Und das wär's! Kitty Feetastisch! Basteln wir weiter und machen diese miautastischen Freundschaftsbänder. Pandy und Gabby sind beste Freunde. Ich mache diese Armbänder Ihnen zu Ehren. Für mein Pandy-Armband nehme ich ein Stück elastische Schnur. Für den Namen nehmen wir diese Buchstabenperlen. Dann füge ich abwechselnd schwarze und weiße Perlen passend zu seinem Fell hinzu. Fädelt die Perlen auf das Band. Ich nehme Ton und forme eine Herzperle, inspiriert von Pandys Nase. Formt rosa Ton zu einem Herz. Stecht mit einem Zahnstocher durch die Perle, um ein Loch zu machen. Lasst die Perle trocknen, bis sie hart ist. Und fädelt sie auf das Armband. Dann buchstabiert für das Gabby-Armband Gabby mit Buchstabenperlen. Ich nehme schwarze, weiße und rosa Perlen, passend zu Gabbys Outfit. Fädelt sie auf das Armband. Wirklich bezaubernd. Für Gabbys individuelle Perle rollt rosa und weißen Ton für einen Marmoreffekt zusammen. Formt ein Kätzchen genau wie das auf ihrer Jeans. Stecht mit einem Zahnstocher ein Loch durch. Wenn es trocken ist, aufs Armband fädeln. Aber eine wirklich wichtige Sache fehlt uns noch. Machen wir für jedes Band einen extra Anhänger. Macht aus weißem Ton einen Kreis. Wir formen ein Herz und einen Pfotenabdruck. Fantastisch! Mit etwas hellerem Rosa formt das Innere des Herzens. Macht Löcher, schneidet das Herz in zwei Teile. Je eine Hälfte kommt auf ein Band. Fertig! Zwei Armbänder für euch und eure besten FreundInnen. Ich liebe meine Herzseife. Schön, dass ihr mitgebastelt habt. Schaut euch Gabby's Dollhouse auf Netflix an.